Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wir haben 21 zu 9 und wir haben einen kleinen Auftrag bekommen. Wir haben mit ihm gesprochen, er ist versteinert. Der hat irgendetwas, oh, da oben ist ja noch etwas. Der hat etwas, oder da sind so drei, keine Ahnung, den Namen kann ich mir einfach nicht merken. Mit dem wir, also die sollen wir halt suchen und mit denen spielen. Dann kriegen wir den Kamm, den wir brauchen, um hier weiter die Mission mit diesem Reinigungsritual fortsetzen zu können. Ich würde allerdings vorher noch den Teleporter hier gerne mal aktivieren. Bestimmt finden wir dadurch auch einen. Und dann mich heilen. Das da. Oder? Zack. Bestimmt sind das diese Viecher gemeint, oder? Da oben. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Auf einmal so kurz ruhig. Da ist irgendwas aufgeploppt. Kamisato anwesend. Ah, okay. Das sind doch diese kleinen Viecher. Kopftuch eines Abenteurers. Aber trotzdem haben wir nur ein. Achso, nee, wir haben ja keins. Das ist ja die Hauptmission sozusagen. Ah, müssen wir kurz gucken. Haben wir hier irgendetwas? Auf der Karte wird wieder so ein Stern gezeigt. Aber bestimmt ist es unter uns. Ja, da. Ich sehe es. Ist da noch so ein Vieh? Tatsächlich. Also wir sind richtig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Na komm schon. Ich wollte eigentlich den Teleporter nutzen, um dann wieder zurückreisen zu können. Statue der Sieben und so weiter heilen und alles. Tschüss. Ach, hier ist er. So. Moment, bevor ich herunterjumpe, weil keine Lust zu klettern und alles. Untersuchen. Ach, das ist auch einer. Nur, hier komme ich ja nirgendwo rein. Gut, ich muss auch langsam wieder zurück, sonst schließt sich das Ding und ich kriege wieder Schaden. Ob ich hier hin muss? Ne, ich glaube, wir sind nicht mehr richtig. Gut, nicht so schlimm. Das sieht so merkwürdig glatt aus. Da ist auch irgendetwas. Wie komme ich denn da hin? Ah, ne, nicht C, sondern X muss man drücken dafür. Das hat irgendwie ein Geheimnis. Na gut, das werden wir aber wahrscheinlich erst mit der Zeit sehen oder erfahren. Weil wir dann bestimmt eine bestimmte Mission machen müssen dafür und ja. So. Na, es geht nicht weiter nach oben. Oh. Ist da unten einer? Ah ne, das war so ein Bäumchen, okay. Ah, da ist wieder so eins, was wir die Statue der Sieben spenden können. Hoch. So. Zack. Die komische Linse. Klick. Was ist jetzt da? Da ist die Kizuna-Statue mit Oma Mori. Ich glaube, wir sollen sie mit Elektrokraft etwas elektrisieren und das Oma Mori herausholen. Kann es sein, dass es das hier? Das ist doch gerade erschienen hier, ne? Ja. Hey, tatsächlich. Es ist die Frage, ist es noch die gleiche Missionsding, dass wir mit den Typen spielen? Kann ja eigentlich nicht sein, weil der Typ wird uns ja diesen Kamm geben wollen. Das heißt, es ist schon für die nächste. Ah,
dass wir für den nächsten Teil dieser dreiteiligen Mission, also eigentlich fünfteilig, aber ja, wir müssen ja nur Dings machen. Statue der Sieben, Statue der Sieben. Heilen wir uns, beten, können die drei Sachen jetzt einfügen. So. Zack. Zack. Okay, wir brauchen noch weitere drei. Weil ich war mir halt echt unsicher gewesen in diesem Augenblick. Ansonsten, ich gehe mal vielleicht hier hoch. Vielleicht finde ich das andere. Wobei, woher wissen wir, dass wir jetzt mit den einen gespielt haben? Ja, schauen wir mal. Vielleicht muss ich einfach nur den dritten finden und dann hat sich das ja erübrigt. Ist da eine Truhe? Ne, da war keine Truhe. Also, genau, da haben wir ja noch nichts gemacht an dieser Stelle. Sind ja ein paar Mal vorbeigekommen. Ansonsten sehe ich von oben auch erstmal nichts, wo noch wer sein könnte. Nun gut. Gehen wir mal die Treppe hier hoch. Vielleicht findet sich da wirklich der dritte. Oder der nächste zumindest. Den einen haben wir ja schon vorher getroffen, also in der letzten Episode am Anfang. Deswegen weiß ich halt nicht, ob der mitzählt. So. So, der Hass hat mich noch hier hochgebracht. So. So. Ist das so legitim? Scheint der Fall zu sein. Gib mir das hier. Das. Ich darf aber nicht runterfallen. Ach so, Warei. Ah, okay. Ich würde sagen, was ploppt denn drauf? Scheinbar sind wir schon zu weit. Ach, gut, cool, Naturkraut. Weil es geht ja nur noch hier nach oben. So, erstmal runter. Achso, es geht da weiter. Ah! Hoch. Hoch. Hey. Schneller, schneller, schneller. So. Was hat es mich ge Was hat es gebracht, hier hochzukommen? Ah, hier ist auch noch ein bisschen Dings. Ja. Da. Genau, das hier. Was war das denn? Okay, ich muss dann jetzt nochmal klettern, weil ich habe das Ding irgendwie verfehlt. Sie wollte halt nicht gleiten. Aber ansonsten ist hier nichts, oder? Nee. Das heißt, ich gehe mal zurück in den Wald. Ja, ist halt wieder so eine Sphäre, die einen blockiert. Ach, so kann man auch hoch. Ach nee, das ist das, was da von unten kam. Ah, okay. So, dann gehen wir nochmal zurück in den Wald. Scheinbar sind wir schon nicht mehr ganz richtig. Wir sind beim letzten Mal hier hingelaufen. Genau, ich gucke mal jetzt nochmal in die Richtung. Da wurde dieses Stern auf der Karte markiert war. Das ist ja dieses Schrein-Ding, wo man so einen Schlüssel für braucht. Das sieht man sogar von hier. Ich würde aber trotzdem gucken. Ah, was waren die Heloischen mit dem Holzeimer? Ulti. Zack. Oh, er hat mich echt getroffen. Ach. Komplett verschätzt. Und das dreimal jetzt. Zack. Ach, der Typ passiert nicht so viel. Ah, okay. So. Er wird verdampfen. Zack. Ja, okay. Ach doch, tatsächlich ist da was.
Hehe. Kichibochi. Ach, die haben so Namen. Also. Was ist das mit dem Auftrag, was ich meinte? Ich dachte, man, das wären die anderen, die wir eben gesehen hatten. Aber scheinbar habe ich immer nur den einen verfolgt. Okay, gut. Dann wissen wir schon mal, worauf wir ungefähr achten sollten. Das heißt, ich muss gleich hier nochmal die Treppen hier hochgehen und mal gucken. Mit der Fähigkeit sehe ich leider nichts. Nehmen wir das hier an. Zack. Genau das hier dachte ich. Ah, ein anderer Tanuki. Also doch. Sie spielen wirklich sehr gerne Verstecken. Ach da. Ach, da unten, ne? Holy shit. Hehe. 20 mal raten. Zack. Und den hier. Hey. Also haben wir doch zwei gefunden. Also das war der eine, der ist nicht richtig gewesen. Aber Mission oben links kam gerade so eine Dings. Ah, ist eine separate Mission. Okay. Ja, da sind wir echt viel zu weit weggelaufen. Naja, gut, hätte ich das vorher mal geprüft. So. Wo könnte denn denn noch einer sein? Na. Na, die Herausforderung ist schon außerhalb des Kreises. Deswegen überzeuge ich das mal ein bisschen. Oder man löst das aus und kommt wieder hier in diesen Kreis rein. Aber das wäre wieder sehr umständlich und merkwürdig. Ob hier was ist? Achso, wir haben den Kreis verlassen. Okay. Kann ich den antippen? Nee. Die Statue des Himmelsfuchses, die die Oma Mori beschützen soll. Sie ist im Inneren leer. Vielleicht wurde es von Feuern Maskes alten Freund versteckt. Lass es uns herausfinden. Fräulein Maske? Paimon hat sich diesen Spitznamen einfach ausgedacht. Wie ist er? Leicht zu merken, oder? Er hat keinen wirklichen Sinn. Nun, dann vergiss es. Wie auch immer, lass uns zuerst ein paar Hinweise finden. Okay, fangen wir damit an. Achso. Muss ich das so machen? Ne, geht doch nicht. Ja, hier ist diese komische Kugel. Schmetterling. Ah, ich kann ja meine Gottesvision mal machen. Nichts, was so hohl aussieht im Sinne von. Ah, vielleicht hier. Nee. Ein paar Früchte oder Beeren. Ja, lass mich den letzten nehmen. Ja, jetzt sind wir schon zu weit. Okay. Ist hier was versteckt? Das schimmert doch. Also, nee, das waren die Kanten. Okay, ich dachte, das schimmert so merkwürdig. Ob man das auch mit so einem Scope machen kann. Zack. So. Untersuchen. Okay, nee, das ist das auch nicht, was ich gedacht hätte. So. Sieh erstmal nichts. Ah, weitere Beeren. Wir wollen ja bald nochmal kochen. Ah, was ist hiermit? Gut, jetzt sind wir mehr oder weniger im Kreis gelaufen. Wo könnte der letzte sein? Ich gehe nochmal zu diesen einen hier. Den kleinen Tanuki. Ist er denn auch physisch klein in diesem Sinne? Also, dass er, wenn er sich irgendwie versteckt, dass er auch irgendwas Kleines darstellt? Mal ganz spontan mal testen.
Genau. Geht ja nicht. Ne, okay. Na, jetzt hat sich auch nichts verändert. Wobei. Ah, ne, der Boden war neutral. Ja, da ist halt nichts. Na, ist der hier kein Ding? Hätte ja sein können. Wieder eine dieser Rätsel, die mir unnötig schwer fallen, obwohl es eigentlich easy sein sollte. Jetzt haben wir alle. Endlich. Mit ihnen zu spielen ist so anstrengend. Da. Ich versuch's trotzdem. Hey! Erstatte Bericht. Das können wir sofort machen. Boah, wieso muss er so weit oben versteinert sein? Ach, da stehen die drei jetzt. Ah, okay. Hehe, gut gemacht. Sie scheinen ziemlich glücklich zu sein. Hm? Oh, kein Problem. Lass mich sie für dich fragen. Gyobo Koban fragte, wann ihr Menschen seid. Warum riecht ihr dann wie Tanuki? Stimmt. Gib mir eine Erklärung. Warum riechst du wie ein Tanuki? Du fragst das erst jetzt? Es war die maskierte Jungfer oder wir haben ein paar seltsame Sachen gegessen. Ich werde das zweite Mal anklicken. Genau, das ist passiert. Fräulein maskierte Jungfer hat uns vorhin ein sehr üppiges Mahl gekocht und sie sagte, dass sie dafür Magie benutzt hat, die sie heimlich von den Bakedanuki gelernt hat. Was? Sie hat heimlich unsere Magie gelernt? Wie kann sie es wagen? Vielleicht... Nur vielleicht... Ach komm schon, diese hinterhältige Kitsune. Wenn sie noch am Leben wäre, hätte sie doch wenigstens vorbeikommen können, um Hallo zu sagen, oder? Sie ist eine Schreinjungfer mit einer Maske. Sie hat dich einen alten Freund genannt. Maske? Ich kenne niemanden mit einer Maske. Ich kenne auch keine Schreinjungfer. Aber ich kenne eine Kitsune. Abgesehen davon ist diese hinterhältige Kitsune schon einmal in Form einer Schreinjungfer erschienen. Wie sieht die Schreinjungfer, von der du sprichst, aus? Sie trägt eine weiße Fuchsmaske. Sonst noch etwas? Außer das offensichtlich, dass sie eine Schreinjungferkleidung trägt, was wir eigentlich schon indirekt gesagt haben, würde ich mal sagen, sie hat kurze schwarze Haare. Und sie trug Schreinjungferkleidung. Ja, das sagt sie trotzdem. Gut. Kennen sie nicht. Hab noch nie jemanden wie sie gesehen. Ist das so? Ja, klar. Überlass das mir. Shusei sagt, es hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Danke. Paimon hatte auch eine Menge Spaß. Also, wegen dem Kamm. Nun, ich bin der weltberühmte Bakedanuki Iori und ich werde sicherlich mein Wort halten. Du kannst den Kamm haben. Aber was willst du eigentlich mit dem Kamm machen? Wahrscheinlich riecht er immer noch nach Kitsune. Also, es ist so. Was? Mir war nicht klar, dass das so wichtig ist. Das hättest du früher sagen sollen. Ach, ich wurde einfach deswegen versiegelt. 100 Jahre? Das hat mir auch beim letzten Mal angeklickt. Hör auf, so leichtfertig über mein Unglück zu sprechen. Macht nichts. Das ist jetzt alles Schnee von gestern. Ich habe auch eine Ahnung von der Barriere in der Nähe des Waldes. Damals, als ich gegen diese hinterhältige Kitsune kämpfte, habe ich sie einmal an der östlichen Meeresküste gesehen. Es sieht aus, als hätte jemand eine Donnersakura mit einem Tori-Tor zusammengebaut, oder? Damals, als dieser Kerl gegen die Dämonen kämpften, war ich besorgt, dass einige von ihnen herauskommen könnte, um uns zu verletzen. Also habe ich mit Magie ein Siegel auf diesen Ort gelegt. Lass mich mal sehen. Versiegelt unter der Felswand im Osten, sagst du? Kichiboshi bringt sie hin und entfernt das Siegel. Ha! Das ist diese komische Wand, die wir entdeckt hatten. Na gut. Genug geredet. Geh jetzt. Wenn du diese hinterhältigen Kitsune triffst, vergiss nicht, sie von mir zu grüßen. Sag einfach, lass mich nachdenken. Diesmal hast du mich richtig verärgert, du Trottel.
Komm zurück und kämpfe gegen mich. Unser Wettkampf ist noch nicht vorbei. Und hilf mir, dieses Siegel zu brechen, wenn du schon dabei bist, ja? Es ist nicht so, dass ich es nicht selbst tun könnte oder so. Aber du schuldest mir trotzdem einen Gefallen. Außerdem sagt Kyobo Koban, dass er dich vermisst. Boah, das ist eine Menge, die man sich merken muss. Ich dachte zuerst, dieser Spruch halt, ne, aber. Oh, Form eines schönen Kamms, dass der Backe. Okay. Ich wollte mal gucken. Genau, jetzt haben wir. Metallschlüssel. Okay, auf jeden Fall die beiden Sachen haben wir. Können wir mal schauen. Gleiten wir mal hier hinab. Okay, hat die Ulti auch ready. Na, nehmen wir mal noch ein paar Melonen für. Genau, hier haben wir auch die Wand gesehen. Ne, die Wand war doch woanders. Ne, das ist die. Superhero Landing. Okay, zur Barriere. Ach, hier müssen wir hin. Das ist es. Es ist nur ein Haufen nackter Steine. Ja, es scheint eine Art Magie zu benutzen, um. Puh, die Steine sind verschwunden. Das ist erstaunlich. Aber auch schon irgendwie gruselig. Das ist also Bakedanuki-Magie. Scheint irgendwie Spaß zu machen. Vielen Dank, Kichibushi. Lass uns das nächste Mal Verstecken spielen. Hey. Hey. Bau die Barriere ab. Na dann ist es höchste Zeit, die Barriere abzubauen. Yuki, bist du bereit? Keine Ahnung, bin ich bereit? Ah. Das ist aber irgendwie komisch diesmal. Aber naja, gut. Wie es weitergeht, werdet ihr dann deswegen auch erst in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch stark, ein Abo dazulassen. Denn so könnt ihr mich am besten und am aktivsten unterstützen. Ihr müsst meinen Kanal nicht immer heraussuchen. Das heißt, ihr verpasst auch keine Episode mehr. Ihr könnt auch direkt das Glockensymbol mit anklicken, denn dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte. Denn ich streame auf YouTube und nicht auf Twitch. Ansonsten, wenn Streams Zeit, noch meine Social Media Kanäle einmal angekündigt, ebenfalls verlinkt. Dort poste ich auch zwischendurch Kurzclips von anderen Spielen auch, mal um ein bisschen Abwechslung zu haben. Ansonsten, Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal, Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!